Heute gucken wir in die Röhre, lassen es laufen und sind ganz cool. Hi, ich bin Betty vom Team Resinnovation und heute geht es bei uns um das Thema Grundwasserinfiltration und was man dagegen tun kann. Grundwasserinfiltration ist ein Problem, bei dem eine schnelle Lösung gefragt ist, gerade bei starkem Wassereinbruch oder großen Hohlräumen. Wir vom Resinnovationsteam haben die optimale Lösung für euch. Unser Resifil. Unser Schaumharz ist ideal zum schnellen Abdichten. Es ist einfach in der Vorbereitung und man kann direkt loslegen. Aber seht doch selbst. Hi Leute, bevor wir anfangen, würde ich sagen, zeige ich euch mal, was ich hier auf dem Tisch liegen habe. Wir fangen an mit der Pneumatikversion hier unten mit Luftanschluss, die Resigan in groß. Damit wird verpresst unsere großen Kartuschen, 1,5 Liter Resifil. Jetzt haben wir auch noch die kleine Variante für etwas kleinere Verpressungen, Resifil Home mit 400 ml. Die können verpresst werden, zum einen wieder pneumatisch oder das Ganze nochmal mit der Handymax rein mechanisch. Jetzt haben wir unsere Zwangsmischer mit Bajonettverschluss, unsere Bohrpacker mit Rückschlagventil und die Einschlaghilfe. Aufsetzen, Hammerschlag, fertig. Ganz wichtiges Thema ist die Schutzausrüstung. In geschlossenen Räumen auf jeden Fall immer die Atemschutzmaske tragen. Nie vergessen die Schutzbrille zum Schutz der Kleidung, natürlich auch Weißmann und einen vollwertigen Chemikalienschutzhandschuh. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Zuerst wird der Bohrpacker vollständig eingeschlagen. Hierzu kann die Einschlaghilfe benutzt werden. Bei unserem Rohr lassen wir den Bohrpacker ein Stück herausstehen, um das Rohr nicht zu beschädigen. Heute verpressen wir Resifil Home mit unserer Resigan. Zunächst die Verschlusskappe aufdrehen, den grünen Stopfen entfernen den Zwangsmischer aufsetzen und die Verschlusskappe wieder draufdrehen. Wichtig hierbei ist, die Kartusche aufrecht zu halten, sonst läuft das Material in den Zwangsmischer und reagiert frühzeitig. Ist die Resigan beladen, wird der Mischer vorsichtig in den Bohrpacker eingeführt. Nun kann das Material mit Hilfe von Druckluft verpresst werden. Resifil schäumt auch ohne den Kontakt mit Wasser, dabei verzehnfacht es sein Volumen und reagiert zu einem zäh-elastischen Schaum. Nach wenigen Sekunden hat das PO-Harz reagiert und die Stelle abgedichtet. Jetzt kann mit anderen Kunstarten, wie zum Beispiel Harz 8, Flexipox oder Harz 12, dauerhaft abgedichtet werden. Nach dem Verpressen kann die Kartusche aus der Resigan entfernt und entsorgt werden und schon ist man fertig. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat das Video zum Thema Grundwasserinfiltration gefallen. Ihr wisst jetzt, wie ihr sie schnell und sicher stoppen könnt. Lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ruft uns an oder besucht unsere Website. Und wie immer, folgt uns auf Facebook, Instagram und behaltet unseren YouTube-Kanal im Auge. Bis dann, wir sehen uns!